Gut, also, ich bin ja gebeten worden, diesen Eröffnungsvortrag hier zu halten. Was bedeutet den, oder beziehungsweise ich habe mir das Thema dann vorgeben lassen, was bedeutet den Gegenstromschwimmen für die kritische Psychologie? Und ich will den Schluss gleich vorwegnehmen, dass ich das eigentlich auch nicht so genau weiß. Aber ich meine zu wissen, warum ich das nicht weiß. Ich meine zu wissen, warum ich das gar nicht wissen kann. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen sinnvoll begründen kann. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir das wahrscheinlich zusammen rauskriegen müssen, dass dazu die Ferienuni da ist, die aber dazu selber auch nur eine Station ist. Nur also zu meinem Einleitungsbeitrag zu diesem zusammen rauskriegen müssen. Ende 1928, da war Klaus Holzkamp ein Jahr alt und hatte garantiert nichts damit zu tun, erschien die erste Nummer der Zeitschrift einer kommunistischen Parteiopposition, die den Titel trug Gegen den Strom. Dabei ging es um eine innerkommunistische Auseinandersetzung, was mich hier aber weniger interessiert als der Umstand, dass diese Zeitschrift folgende Leitlinie hatte. Wer zu den Quellen will, muss gegen den Strom schwimmen. Und die Quelle, die dieser Titel der Ferienuni hat, dürfte, wenn ich das richtig sehe, folgende Einlassung Klaus Holzkamps aus dem Jahre 83 sein, nämlich, dass Wissenschaft, ich zitiere das jetzt, ein prinzipielles gegen den Strom schwimmen sei. Die Frage ist jetzt, wie lautet diese Quelle eigentlich genau? Und ich glaube, es lohnt sich, dabei ein bisschen zu verweilen. Holzkamp richtete sich gegen einen verkürzten Begriff von Wissenschaftlichkeit, der, wie er sagte, der wissenschaftlichen Psychologie in ihrer Hauptrichtung zu eigen sei und den sich auch viele Berufspraktikerinnen und Berufspraktiker aufdrücken ließen. Und dieser verkürzte Begriff bestehe darin, Zitat, irgendwelche fixierten Verfahrensvorschriften anzuwenden. Und dagegen wendet er nun Folgendes ein, da bringe ich jetzt ein längeres Zitat, weil es meines Erachtens eine Quelle sozusagen unseres Titels ist. Wissenschaft ist ein nie abgeschlossener Prozess menschlichen Erkenntnisgewinns. Ein dauernder Kampf gegen Borniertheit, Oberflächlichkeit, Scheinwissen, ein permanentes Infragestellen des scheinbar Selbstverständlichen. Es geht um die Herausarbeitung von Zusammenhängen, wo nur isolierte Erscheinungen gesehen werden. Den Ausweis von Widersprüchen, wo man nur eine glatte Fläche wahrnahm. Vor allem darum, die permanente Problematisierung der eigenen wissenschaftlichen Prämissen zu betreiben. Marx sagt, wenn Erscheinung und Wesen zusammenfielen, würde es keine Wissenschaft geben. Und er sagt weiterhin über wirkliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der bürgerlichen Gesellschaft, die würden keine den Herrschenden gegenüber rücksichtsvollen Konsequenzen gegenüber ihren Absichten ziehen. Zitat Ende. Das ist sozusagen seine vorläufige Bestimmung von Wissenschaft. Und jetzt kommt das Eigentliche. Wissenschaft ist ein prinzipielles gegen den Strom schwimmen, dabei vor allem auch gegen den Strom der eigenen Vorurteile in der bürgerlichen Gesellschaft, zudem gegen die eigene Tendenz zum sich korrumpieren lassen und klein beigeben, das haben wir eben von der Fachschaftsinitiative als Problem gehört, gegenüber den herrschenden Kräften, denen die Erkenntnisse gegen den Strich gehen, die ihren Herrschaftsanspruch gefährden. Demnach ist Wissenschaft quasi als solche Kritik und Selbstkritik, aber nicht die konkurrenzbestimmte, profilierungssüchtige Kritik vieler bürgerlicher Intellektueller, sondern eine Kritik zur Durchsetzung des menschlichen Erkenntnisfortschritts im Interesse aller Menschen gegen die bornierten Interessen der Herrschenden an der Fortdauer menschlicher Fremdbestimmung und Unmündigkeit. Zitat Ende. Holzkamp resümiert seine eigene Darstellung, so dass er sagt, das sei ein emphatischer bzw. entfalteter Wissenschaftsbegriff, aus dem, wie er sagt, allein letztlich zu rechtfertigen ist, dass man sich mit wissenschaftlicher Arbeit beschäftigt.
Bemerkenswert an diesem jetzt abgeschlossenen Zitat ist, dass Holzkamp hier nicht, wie das gelegentlich aufgefasst wurde, kritische oder subjektwissenschaftliche Psychologie so charakterisiert, sondern Wissenschaft generell. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man tatsächlich Wissenschaft so definieren? Ist diese Definition nicht letztlich kontrafaktisch? Geht sie nicht an der Realität vorbei? Geht sie nicht vor allen Dingen an der Wirklichkeit unseres Faches vorbei? Jetzt muss man erstmal sagen, formal kann man sagen, gehört Kritik eigentlich zur Wissenschaft per se dazu, weil ja die gegenseitigen Ansätze, Leute, die Wissenschaft betreiben, sich ja gegenseitig kritisieren und das in gewisser Weise auch der Motor einer gewissen Entwicklung ist. Und deswegen kann es eigentlich unkritische Wissenschaft gar nicht geben. Deswegen muss, wenn man also sinnvollerweise von kritischer Wissenschaft oder kritischer Psychologie spricht, diese formale Bestimmung noch um eine inhaltliche ergänzt werden. Und das ist der Zusammenhang von Wissenschafts- und Gesellschaftskritik. Dass also die Kritik sich nicht nur auf binnenwissenschaftliche Aspekte bezieht, sondern auch auf gesellschaftliche Momente, in denen diese Wissenschaft statt hat. Was Holzkamp nun in seiner Definition tut, und das finde ich so bemerkenswert, dass er diesen inhaltlichen Zusammenhang Wissenschafts- und Gesellschaftskritik zur Verpflichtung jedweder Wissenschaft macht. Also nicht nur der kritischen Psychologie, sondern dass er diesen Zusammenhang zur Verpflichtung jedweder Wissenschaft macht. Und das ist in der Tat, kann man sagen, kontrafaktisch, also das ist nicht so. Und es ist im Prinzip, kann man sagen, so, dass er damit eine Art Utopie formuliert. Nämlich im Wirklichen schon zu gucken, was das Mögliche sein kann, das darin und daraus entstehen kann. Wenn man diesen utopischen Gehalt nicht berücksichtigen würde, dann wäre es auch ein Widerspruch, dass er einerseits sagt, es geht um den Erkenntnisfortschritt im Interesse aller Menschen und sagt, dass man aber gleichzeitig diesen Erkenntnisfortschritt gegen die Herrschenden durchsetzen muss, die man selber sich auch als Menschen vorstellen muss. Sodass also da ein bestimmter Widerspruch besteht im Interesse aller Menschen, aber andere sind dagegen und das ist meines Erachtens so dieses Verhältnis, einerseits eine gewisse Wirklichkeit, aber sozusagen dieser utopische Moment im Interesse aller Menschen Erkenntnisse betreiben zu können. Zentral ist, wie man also sieht, hier Herrschaftskritik. Und zwar deswegen und unter dem Aspekt, und das ist meines Erachtens die geheime Botschaft da drin, weil Herrschaft vernünftigem menschlichen Zusammenleben widerspricht. Und insofern, wenn das stimmt, dass Herrschaft vernünftigem Zusammenleben widerspricht, dann ist nur mit Herrschaftskritik dem, wie ich finde, humanen Anliegen der Psychologie Geltung zu schaffen, zur Verminderung menschlicher Fremdbestimmung beizutragen. Und diesem Gedanken, das scheint mir der Clou der Definition zu sein, ist eigentlich vernünftigerweise kaum zu widersprechen. Diesen Umstand nun, wie Holzkamp das definierte als Wissenschaft, interpretiere ich so, dass er das als Einladung oder auch als Aufforderung an alle Wissenschaft Betreibenden sieht, also alle, die Psychologie betreiben hier, sich mit der Erreichung eben dieses Ziels, Verminderung von Fremdbestimmung, zu beschäftigen. Und sein Appell, den er 1975 in einem anderen Aufsatz nochmal wiederholte, dass wissenschaftliche Kritik nicht konkurrenzbestimmt und profilierungssüchtig sein soll, sondern der Durchsetzung von Erkenntnissen dienen soll, soll helfen, das zu ermöglichen. Und ich denke, dass das durchaus auch hier für unsere Ferienuniversität gelten sollte, in der ja durchaus unterschiedliche Positionen zum Tragen kommen. Wobei, das könnte man ergänzen, auch Selbstkritik durchaus wohlfeil, profilierungssüchtig und selbstwertdienlich sein kann, wie das schon Wilhelm Busch wusste.
Der meinte das nämlich so: Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es dann zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Zitat Ende. Aber das nur nebenbei, also auch Selbstkritik kann profilierungssüchtig sein. Aber ich will zurück zum eigentlichen Gedankengang, dass Holzkamp mit seiner emphatischen Wissenschaftsdefinition nicht eitel Sonnenschein und Harmonie verbreiten wollte. Im Gegenteil, er will damit eigentlich die Psychologie, also die Wissenschaft, die die meisten von uns betreiben oder betreiben wollen, auf den Prüfstand stellen und sagen, dass Psychologie und kritische Psychologie nicht was total Verschiedenes sind. Das ist nicht das ganz andere. Das hat Wolfgang Meyers schon mal so dargestellt: Kritische Psychologie stellt weder ein Konkurrenzunternehmen außerhalb der bestehenden Psychologie noch ein psychologisches Erkenntnisbemühen außer Konkurrenz dar. Sie will zur Klärung objektiv gegebener Kernprobleme beitragen, die bislang auch in der traditionellen Psychologie nicht zureichend erkannt sind. Diese Bestimmung von Psychologie und kritischer Psychologie bringt mich zu einer weiteren Quelle, wir machen ja ein bisschen Quellenstudium, zu einer weiteren Quelle, dem Gründungsheft des Forums Kritische Psychologie von 1978. In dessen Editorial heißt es: Diskussionen, also in dieser Zeitschrift, in unserer Zeitschrift, Diskussionen sollen so organisiert und kommentiert werden, dass dabei Auseinandersetzungen mit dem Resultat wirklicher, theoretisch-methodischer Fortschritte der kritischen Psychologie zustande kommen. Die Tatsache, dass die kritische Psychologie kein fixierter Kanon von Kategorien und Methoden ist, sondern wesentlich als eine bestimmte Art wissenschaftlicher Entwicklung begriffen werden muss, das soll zum bewussten Prinzip unserer weiteren Arbeit werden. Und dies soll Diskussion auch mit traditionell psychologischen Theorien und Methoden einschließen. Also Erkenntnisgewinn durch Auseinandersetzung, aber auch mit diesen traditionell psychologischen Theorien und Methoden. Wenn man sich das jetzt nochmal genau überlegt, dann kann man sagen, die für die kritische Psychologie zentrale Herrschaftskritik, ich würde sagen, das ist der zentrale Punkt, ist wie so eine Art Metaposition, übergeordneter Position, mit deren Perspektive fundamentale Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen übergriffen werden, und zwar so, dass diese Unterschiede auch fassbar werden. Das kann man auch so formulieren, was dieses utopische Moment angeht. Wenn man davon ausgeht, dass die gegenwärtige Gesellschaft die Entfaltung menschlicher Möglichkeiten behindert, wir haben das ja eben, ich komme dann noch auf den FSI-Vortrag zurück, Entfaltung menschlicher Möglichkeiten, also zum Beispiel solidarisches Studieren, behindert, dann wird deutlich oder muss deutlich werden, wie diese Möglichkeiten in der vorfindlichen Psychologie begrifflich unterschritten werden. Haben wir in der Psychologie Konzepte, die diese Möglichkeiten auf den Punkt bringen, auf der einen Seite, und wie auf der anderen Seite diese Möglichkeiten in unserer Gesellschaft real behindert werden. Also wir haben eine Realität, wir haben unter Umständen Möglichkeiten, und wie kann die Psychologie diese Möglichkeiten formulieren und wie kann gleichzeitig damit auch eine Veränderung gesellschaftlicher Zwangsverhältnisse befördert werden. Soweit jetzt also in solchen Konzepten, auch in unseren Konzepten, in den jeweiligen Konzepten, solche Möglichkeiten nicht vorhanden sind, muss man auch sagen, dass damit solche psychologischen Konzepte, die diese Widersprüche unserer Gesellschaft nicht abbilden können, nicht so objektiv sind, wie sie sich methodisch meinen, in Szene setzen zu können, sondern sie sind in Wirklichkeit als parteilich blamiert, weil sie eben diese Widersprüche ausblenden. Und insofern ist ein solcher Objektivitätsanspruch ebenfalls grundsätzlich problematisiert, und jedwede Psychologie muss sich ihrer gesellschaftlichen
Situiert halt Bewusstsein, das heißt, sie muss Produktionsverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, institutionelle Gegebenheiten, Denkformen und so weiter berücksichtigen. Das heißt, wenn wir Psychologie betreiben in den Gesellschaften, in der wir leben, dann sind unvermeidlich, stecken wir selber mit in diesen Widersprüchen drin und der Erkenntnisgehalt unserer Konzepte und Vorgehensweisen ergibt sich mit der Möglichkeit, dass wir solche Widersprüche aufdecken können, dass wir darin verändert eingreifen können und dass wir Möglichkeiten sozusagen positiver Veränderungen formulieren können. Und das muss man immer unter der Prämisse tun, dass gesellschaftliche Macht immer bis auch in die Poren der Wissenschaft eindringt. Das heißt, Wissenschaft im Sinne Klaus Holzkamps oder der kritischen Psychologie oder seines emphatischen Wissenschaftsbegriffs bedarf einer Perspektive, in der Verkürzungen als Verkürzungen sichtbar werden, in denen also unterschieden werden kann, was ist motiviertes Handeln und was ist eigentlich nur innerer Zwang, wo ich nur das will, was ich wollen soll. Um auch nochmal auf diesen Vortrag von eben zurückzukommen. Das ist jedenfalls die zentrale Perspektive, wenn man den Status quo nicht akzeptieren will. Jetzt gegen den Strom. Gegen den Strom schwimmen muss man dann in dem Maße, wie die Perspektive allgemeiner Menschlichkeit nicht allgemeingut ist. Also in dem Maße, wie diese Perspektive von Befreiung gegen Fremdbestimmung nicht allgemeingut ist, in dem Maße, würde es heißen, gilt es, gegen den Strom zu schwimmen. Und damit ist jetzt, ich komme zum nächsten Punkt, nochmal aus einer neuen Perspektive, anderen Blickwinkel, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik formuliert. Und da möchte ich noch einige kleine Bemerkungen zu machen. Die kritische Psychologie ist ein wissenschaftlicher Ansatz, aber sie ist keine soziale Bewegung. Und zwar aus folgenden Gründen. Eine soziale Bewegung hat einen unmittelbaren Handlungsbezug. Der Ausdruck soziale Bewegung bezieht sich auf Menschen, die sich aus unterschiedlichen Motiven und ohne notwendige spezielle Qualifikation in unterschiedlichen Formen und mit bestimmten Strategien zusammenschließen, um bestimmte von ihnen definierte Ziele zu realisieren. Sie können sich damit auf wissenschaftliche Ansätze berufen, das müssen sie aber nicht. Wissenschaft ist der Inbegriff des Wissens einer Epoche. Es wird in methodisch-systematischer Forschung entwickelt und in mündlicher Lehre und in Schriften weitergegeben. Und soweit das untereinander strittig ist, ist eben ein wissenschaftlicher Ansatz, eine spezifische Herangehensweise im jeweiligen thematischen Rahmen. Also die kritische Psychologie, eine spezifische Herangehensweise im Rahmen der Psychologie, wobei wissenschaftlich arbeitend eben entsprechender Qualifikationen bedürfen. Aber Wissenschaft ist natürlich in ein gesellschaftliches Theorie-Praxis-Verhältnis eingebunden und deswegen natürlich mit gesellschaftlichen Handlungsbezügen vermittelt. Und insofern existiert Wissenschaft nicht jenseits von Handlungsbezügen und auch nicht jenseits von sozialen Bewegungen. Sie ist aber nicht identisch damit. Und das finde ich deswegen zu beachten, weil wissenschaftliche Forschung und Reflexion auch in der Lage sein muss, soziale Bewegungen zu kritisieren. Dass also nicht Wissenschaft im Dienste des Volkes oder an welcher Bewegung steht und so definiert wird, sondern davon eine gewisse Art von Distanz immer braucht. Das gilt generell, aber es ist vor allen Dingen dann zu reflektieren, wenn politische Befreiungsstrategien selber umstritten sind. Wie kann sich nun, wenn das Feld so angeordnet ist, wie kann sich nun kritische Psychologie darin bewegen? Als wissenschaftlicher Ansatz hat sie ihren Bezug zu gesellschaftlichen Zuständen, Widersprüchen, Bewegungen von Beginn an formuliert. Und so heißt es in Klaus Holzkamps Grundlegung der Psychologie:
Die Kritik an der traditionellen Psychologie hatte auch eine politische Stoßrichtung gegen die Psychologie als Herrschafts- und Anpassungswissenschaft und gegen die Psychologisierung gesellschaftlicher Widersprüche. Zitat Ende. Insofern muss sie sich eben auch als Bewegung und ständig als Inbewegung verstehen, und zwar gegen den Hauptstrom. Und insofern müssen sich kritisch-psychologisch Arbeitende und Forschende nicht nur als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen, sondern auch als Intellektuelle im Sinne Sartres. Sartre meinte nämlich, Intellektuelle sind Leute, die sich um Dinge kümmern, die sie nichts angehen. Wie ist das bei Sartre zu verstehen historisch? So, ich zitiere das, dass man Wissenschaftler, die an der Kernspaltung arbeiten, um die Waffen des Atomkriegs zu perfektionieren, nicht als Intellektuelle bezeichnen wird. Sie sind ganz einfach Forscher. Wenn sich aber dieselben Forscher, weil sie über die zerstörerische Macht der Waffen, deren Herstellung sie ermöglichen, entsetzt sind, zusammenschließen und ein Manifest unterzeichnen, um die Öffentlichkeit vor der Anwendung der Atombombe zu warnen, dann werden sie zu Intellektuellen. Ähnlich hat das Habermas formuliert kürzlich, Intellektuelle müssen sich, Zitat, zu einem Zeitpunkt über kritische Entwicklungen aufregen, wenn andere noch beim Business as usual sind. Etwa über zunehmende Militarisierung, über die Indienstnahme der Psychologie für Fronttauglichkeit, über die Barbarei der Flüchtlingspolitik, über die Verschärfung des Sexualstrafrechts und so weiter und so fort. Insofern, denke ich, müssen wir als kritische Psychologinnen und Psychologen oder als wissenschaftlich Arbeitende auch immer als Intellektuelle begreifen oder mit Gramsci formuliert als organische Intellektuelle. Aber zurück zum Ausgangspunkt, das wissenschaftliche Schwimmen gegen den Strom die allgemeine Aufhebung der Perspektive von Fremdbestimmtheit hat. Jetzt würde ich gerne dazu kommen, was das speziell für die kritische Psychologie bedeutet. Und da komme ich zu einer weiteren Quelle, nämlich zum ersten Kongress Kritische Psychologie 1977, auf dem Klaus Holzkamp programmatisch erklärte, ich werde das danach noch erläutern, der Marxismus ist in der Art und Weise, der Marxismus, wie er das Verhältnis zwischen objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung des historischen Prozesses herausarbeitet, historische Subjektwissenschaft par excellence. Und in diesem Kontext, sagt er, zielt die kritische Psychologie als besondere Wissenschaft auf die Entwicklung der subjekthaft aktiven Komponente, also der Selbstbestimmung in der individuellen Lebenstätigkeit. 1977. Was heißt das jetzt? Also Marxismus als historische Subjektwissenschaft, kritische Psychologie als besondere Wissenschaft. Objektive Bestimmtheit, das meint den Einfluss objektiv ökonomischer Bedingungen auf das Leben der Menschen. Und subjektive Bestimmung meint, dass Menschen aber in diese Bedingungen eingreifen können, dass sie sie verändern können, dass sie sie gestalten können. Und zwar auch in historischer Größenordnung. Und soweit jetzt marxistisches Denken konkretisiert in Einzelwissenschaften diesen Prozess analysieren und befördern kann, wird dieses Denken als historisch-subjektwissenschaftlich charakterisiert und in diesem Paradigma übernimmt die kritische Psychologie als besondere Wissenschaft den individualwissenschaftlichen Part, nämlich zu gucken, wie die Einzelnen unter Umständen im Zusammenschluss mit anderen Verfügung über ihre Lebensbedingungen gewinnen können, auf welche Schwierigkeiten sie dabei stoßen und wie sie sich damit auseinandersetzen. Der Titel des damals sozusagen programmatischen, 1977 programmatischen Vortrages von Klaus Holzkamp war: Kann es im Rahmen der marxistischen Theorie eine kritische Psychologie geben? Und diese Frage hat er mit einem Wort mit Ja beantwortet. Wobei bemerkenswerterweise die Formulierung marxistische Theorie eigentlich falsch ist. Kontrafaktisch und auch entgegen seiner eigenen Auseinandersetzung mit anderen marxistisch sich verstehenden Theorien. Ich glaube, man müsste hier das Wort
Theorie sozusagen reformulieren als Paradigma, als eine bestimmte grundlegende Denk- und Sichtweise. Und dann kann man sagen, die Frage sinnvoll stellen, kann es im Rahmen dieses Paradigmas mit unterschiedlichen Theorien und Konzeptionen sozusagen auch eine marxistische oder kritische Psychologie geben. Und dann ist das gemeint, was der Philosoph Haug so formulierte, zitiere ich, der anstößige Name Marx gibt dem Begriff der Kritik seinen Stachel und seine Verheißung zurück, wenn es gelingt, den Impuls, für den dieser Name steht, zurückzugewinnen gegen allerlei historische Verhunzungen, die die Politik im Namen von Marx erfahren hat. Wenn man jetzt zutreffend, finde ich, kritische Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft charakterisiert, das würde ich tun, das ist sicherlich auch Gegenstand von Diskussionen, die wir führen, dann soll damit nicht der Eindruck einer totalen Geschlossenheit erweckt werden. Ich hatte das ja schon in Bezug auf das Gründungseditorial des Forums Kritische Psychologie zu erläutern versucht. Und dem entspricht übrigens auch die Haltung Holzkamps, die er sehr viel später, nämlich 1992, in einem Interview einnahm. Da ging es nämlich um die Frage, ob irgendjemand oder er den richtigen Begriff von irgendetwas hat. Und da hat er gesagt, auf diese Frage, ob er den richtigen Begriff von irgendetwas hat, Zitat, das sind Fragen, die mir ein bisschen egal sind, Zitat Ende. Er wolle nämlich solche Fragen an konkreten Problemen entwickeln. Und genau das entspricht meines Erachtens der Entwicklung der kritischen Psychologie. Es geht also nicht darum, mit einem Wort von Marx, im Sinne der professoral-deutschen Begriffsanknüpfungsmethode Kategorien zu entwickeln, sondern sozusagen im historischen Prozess sozusagen in Erkenntnissen weiterzukommen. Und in dem Zusammenhang finde ich eigentlich bemerkenswert, dass Subjekt oder Subjektivität, also das heißt ja immer kritische Psychologie als Subjektwissenschaft, eigentlich nicht für eine spezifische Konzeption in den Diskursen um Subjektivität steht. Nicht in den spezifischen Diskursen um Subjektivität, um etwa persönlichkeitsspezifische Eigenarten oder Konstitutionsbedingungen von Subjektivität oder Verläufe von Subjektivitätsentwicklung, sondern nur als das allgemein menschliche Spezifikum der Gattung, sich zu sich und der Welt verhalten zu können, in sie eingreifen zu können. Genauso argumentiert auch Wolfgang Mayers in seinem Artikel Der Subjektbegriff der kritischen Psychologie, in dem er zeigt, dass der in der Weise gar nicht existiert. Der Mensch, heißt es bei Holzkamp, ich zitiere das nochmal, weil ich das für einen ganz zentralen Punkt halte, der Mensch ist als solcher Subjekt. Er kann nicht subjektlos und gleichzeitig Mensch sein. Die relativierende Rede von Arten und Graden der Subjekthaftigkeit, Subjektivität, ist also selber wieder zu relativieren, dass die Spezifik, in die Richtung, dass die Spezifik des Menschen als Subjekt unreduzierbar und uneliminierbar ist. Und deswegen ist die Zentralkategorie, mit einem Wort Holzkamps, der kritischen Psychologie Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit, nicht Subjekt, ist die Zentralkategorie der kritischen Psychologie. Und das tritt in Erscheinung als die subjektive Erfahrung der Einschränkung von Handlungsfähigkeit und mit der subjektiven Notwendigkeit, diese Einschränkung zu überwinden. Auch das haben wir eben schon von der FSI gehört, auf die ich mal wieder zurückkommen kann. Wobei wieder die Perspektive die Befreiung von Fremdbestimmtheit ist. Und damit rückt, das ist der zentrale Punkt, das Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen in den Vordergrund. Und zwar immer unter der Frage, wie diese Möglichkeiten, aber auch Behinderungen mit Macht vermittelt sind. Und bekanntlich wollte ich eigentlich sagen, aber vielleicht ist das gar nicht so bekannt, weil ja viele Leute auch zum ersten Mal sich damit beschäftigen, ist der Begriff der restriktiven Handlungsfähigkeit, können wir noch ein bisschen nachgießen hier, ist der Begriff der restriktiven Handlungsfähigkeit beharrt auf der Frage, warum wir uns trotz potenzieller Selbst- und Fremdschädigung mit schlechten Verhältnissen arrangieren, Dankeschön, und warum wir dabei bleiben, warum wir uns darin bewegen
warum wir bestimmte Möglichkeiten nicht aufgreifen und so weiter und so fort. Und demgegenüber markiert der Begriff verallgemeinerte Handlungsfähigkeit das Überschüssige und ich finde das utopische Potenzial kritisch-psychologischen Denkens, ohne dass eine emanzipatorische Perspektive nicht zu verfolgen ist. Es gibt keine emanzipatorische Perspektive aus meiner Sicht ohne dieses utopische Potenzial. Und nur so hat die Rede von verallgemeinerter Handlungsfähigkeit Sinn. Das tritt immer dann hervor, wenn mir der selbstschädigende Charakter meiner Arrangements vor Augen tritt. Das heißt aber auch, die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann es nicht geben. Sondern es geht darum, dass wir uns am Ringen um die Möglichkeiten von Emanzipation beteiligen, dass wir uns an den Kämpfen beteiligen und uns speziell mit den dabei auftretenden Problemen befassen. Einerseits damit, welche Anforderungen an Menschen gestellt werden, ohne zu glauben, dass man damit schon weiß, was sie dann machen werden. Und zum anderen empirisch zu untersuchen, wie sie denn tatsächlich damit umgehen, wobei das Konzept Lebensführung spätestens seit 1978, wo das erste Lebensführungsprojekt ins Leben gerufen wurde, den Prozessaspekt dieses Handlungsfähigkeitsmoments markiert. In diesem Zusammenhang ist, das ist aber jetzt mehr was für Leute, die länger sich damit beschäftigen, interessant, dass Holzkamps programmatische Konzeption der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit immer wieder als erweiterte Handlungsfähigkeit rezipiert wird. Wobei meines Erachtens das Analytische dieser Kategorie flöten geht. Was konkret erweitert werden kann, sind empirisch vorfindliche Handlungsmöglichkeiten und Räume, während diese Kategorie das Instrument ist, mit dem man analysieren kann, wie das Ganze abläuft. Im Rahmen des unabschließbaren Projekts Emanzipation. Und deswegen habe ich mich, als ich das jetzt hier aufgeschrieben habe, ein bisschen gewundert, dass es einen speziellen Strang hier gibt, in der Ferienuni, der Emanzipation heißt. Und ich hätte eigentlich gedacht, die müssen eigentlich alle Emanzipation heißen. Aber vielleicht geht es dann noch ein besonders besonderes Maß um Emanzipation. Aber gut, das kann man ja dann sehen. Jedenfalls, es gilt, diese Widersprüche immer wieder neu zu untersuchen, sowohl in der alltäglichen Praxis, in der psychologischen Berufspraxis, die ja auch ein Spezialfall von Alltag ist, in der theoretischen Arbeit und auch, kleines Hobby von mir, in methodischen Überlegungen. Dabei spielt durchaus auch eine Rolle, was man als Grundlagenforschung in der Psychologie bezeichnet. Grundlagenforschung der Psychologie, Wahrnehmungseffekte, Kategorisierung und so weiter und so fort. Was wir auch sozusagen gemäß dem kritisch-psychologischen Erkenntnisprinzip der Einheit von Kritik und Weiterentwicklung mit berücksichtigen müssen. Also nicht einfach die ganze traditionelle Psychologie mit ihrem Experimentalkram und so weiter links liegen lassen, sondern ernst nehmen zu gucken, was man auch daraus lernen kann, was dabei für möglicherweise auch für uns interessante, unspezifische Effekte vermittelt sind. Das kann man übrigens auch in Diplomarbeiten tun. Zum Beispiel wie der von Dennis Neumüller, der hier neben mir sitzt, der nämlich in Freiburg spieltheoretische Annahmen über die Unmöglichkeit solidarischen Wirtschaftens analysiert hat, das ist Grundlagenforschung, experimentelle Grundlagenforschung, und dann analysiert hat, mit welchen Möglichkeiten und Problemen empirische Projekte, die solidarisch handeln und wirtschaften wollen, zu kämpfen haben. Also einerseits eine theoretische Auseinandersetzung mit solchen theoretischen Konzepten und Konstrukten, die letzten Endes darauf basieren, dass der Mensch ein Wesen ist, das auf nichts anderes aus ist, als andere niederzumachen und selber Vorteile zu erringen, das spieltheoretisch formulieren und dann sagen, so ist der Mensch. So, und dann kann man sagen, naja, das ist ja irgendwie schon empirisch gezeigt, das ist ja so. Aber das ist ja noch nicht die volle Wahrheit. Die volle Wahrheit würde doch bedeuten, dass man guckt, was sind eigentlich Potenzen, die drinstecken, was ist eigentlich schon durch die experimentelle Anlage so formuliert, dass nur das im Prinzip rauskommen kann, was da vorne reingekommen ist. Welche Möglichkeiten bestehen denn überhaupt in so einem Experiment, alternativen solidarischen Wirtschaften zu formulieren? Keine. Deswegen würde man sagen können, ist das, was hier als allgemein menschlich definiert ist, eigentlich nur eine Kümmervorstellung dessen, was menschliche Möglichkeiten sind. Das ist nicht objektiv, sondern das ist parteilich
und sozusagen eine beschränkte Sicht auf die Wirklichkeit, die man aber durch praktisches Handeln und alternative Wissenschaft überwinden kann. Dazu hat beispielsweise Dennis Neumüller mit seiner Diplomarbeit einen Beitrag zu dieser Frage geleistet. Und dann jenseits, ja doch, ja hat er, und dann jenseits, das war in Freiburg nicht einfach, das können wir glauben, und dann aber quasi jenseits des Labors, exemplarisch, in kleinen Projekten solidarischen Wirtschaftens geguckt, mit welchen Problemen die sich dann auseinandersetzen müssen. Denn es ist ja nie so, dass wenn man aus dem experimentellen Rahmen raustritt, auf einmal die ganze Welt wunderbar ist und keine Widersprüche mehr da sind. Aber diese beiden Punkte sozusagen einerseits zu analysieren, was ist möglicherweise auch in diesen sozusagen traditionell psychologischen Konzepten formuliert, wo stecken auch da in den Formulierungen die Widersprüche, wo stecken die Grenzen, was können wir daraus lernen und wo müssen wir den Rahmen sozusagen der experimentellen Psychologie verlassen, um zu einer anderen Art von Konzeption zu kommen und zu einer anderen Art auch Wissenschaft zu betreiben und vor allen Dingen zu weiterführenden Erkenntnissen zu kommen. Denn das ist ja der zentrale Punkt. Wenn wir uns auf dieser Konkretionsebene bewegen, nämlich zu gucken, was können wir eigentlich machen, dann ist es keineswegs auf den ersten Blick klar, sondern immer wieder neu zu bestimmen, was es eigentlich heißt, den Gegenstrom zu schwimmen. Womit ich jetzt zu der zweiten Moderatorin hier komme, Leonie Knebel, die nämlich in einem in Kürze erscheinenden Buch, das wird hier bei uns auf der Ferienuni vorgestellt, einen Aufsatz geschrieben hat über kritisch-psychologische Therapie und darin zeigt, dass es aus den kategorialen Grundlagen der kritischen Psychologie keineswegs eine Möglichkeit gibt, die kritisch-psychologische Therapie formulieren zu können. Die kritische psychologische Therapie gibt es nicht und kann es nicht geben. Oder um es nochmal mit unserem Gründervater in den Quellen, Klaus Holzkamp, zu formulieren, die kritische Psychologie ist nicht primär eine spezielle Einzeltheorie, Theorienrichtung oder Schule, und es wäre deswegen unsachgemäß, von zum Beispiel einer kritisch-psychologischen Therapiekonzeption zu reden. Aus den von der kritischen Psychologie erarbeiteten Kategorien würden sich vielmehr allgemeine Grundbegriffe und methodologische Leitlinien ergeben, denen gemäß alle psychologischen Theorien, da haben wir den Mainstream wieder drin, innerhalb dieses Paradigmas zu überprüfen und dann unter Umständen auch zu reformulieren sind. Und genau das ist jetzt wiederum auch das, wo du dann drüber promovierst. Und Maria schreibt in dem Rahmen eine Diplomarbeit, nämlich zu gucken, welche emanzipatorischen Möglichkeiten, aber auch affirmativen Grenzen die Verhaltenstherapie hat und was ja dann auch hier ein bisschen diskutiert werden wird. Sozusagen der Umstand, dass es nicht eindeutig ist, bedeutet keineswegs, dass die Sachen beliebig sind, sondern es bedeutet unverzichtbare Produktivität und auch Pluralität. Und zwar von meiner Perspektive aus im Rahmen oder auf dem Boden des kritisch-psychologischen Paradigmas oder wie oben eben zitiert, der besonderen Subjektwissenschaft kritische Psychologie. Dieser emphatische Wissenschaftsbegriff gegen Fremdbestimmung avisiert ein Ziel, das nur durch unser Handeln und durch unser Erkenntnisbemühen realisiert werden kann. Dazu gäbe es jetzt für den Wissenschaftsbereich Psychologie viel zu sagen, wozu mein Vortrag jetzt als Einleitung zu sehen wäre. Wo sind die Grenzen des kritisch-psychologischen Paradigmas? Wann ist die Revision der wissenschaftlichen Prämissen auf einmal opportunistisch? Welche Bedeutung hat Interdisziplinarität, etwa im Verhältnis von Psychologie und Gesellschaftstheorie oder Naturwissenschaften? Wie sind die Geltungsbereiche unterschiedlicher methodischer Ansätze zu bestimmen? Ich habe mich mit vielen dieser Fragen auch in meiner Einführung ziemlich rumgeschlagen, auch in der Auswertung von Diskussionen mit Studierenden. Aber keine Angst, dazu wird es jetzt nicht kommen. In dieser Woche aber, denke ich, wird es schon dazu kommen. Und ich denke, dass die Ferienuni ja dazu da ist, dass wir mit diesen Sachen versuchen weiterzukommen. Dann komme ich mal zu einer Zusammenfassung.
den Gegenstrom schwimmen, das könnte in etwa bedeuten, vorschlagsweise, dass wir unsere theoretischen und methodischen Überlegungen, unsere praktischen Bemühungen und Erfahrungen, unsere Erkenntnisse und Rückschläge so austauschend und reflektieren, dass sie zu einem mächtiger werdenden Gegenstrom gegen menschliche Fremdbestimmung anwachsen, der so reißend wird, dass er immer andere Leute weiter mitreißt. Nicht ins Verderben, sondern ins Projekt Emanzipation. Ich weiß zwar nicht genau nach wie vor, wie das geht und was es heißt soll, den Gegenstrom zu schwimmen, aber gemeinsam, denke ich, sollten wir es weiter herauszufinden versuchen. Und ich meine zu wissen und wollte das auch zeigen, dass dazu die kritische Psychologie eine prima Grundlage bietet. Aber das, denke ich, ist am Schluss keine große Überraschung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.